Ja, hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Warcraft 3 Reforged. Ich bin Ram und heute spiele ich ein 1 vs 1. Habe random gewählt, Ork bekommen. Und mein Gegner spielt ebenfalls Ork. Wir treffen auf der Map letzte Zuflucht aufeinander. Und ich werde in diesem Game mal wieder den Blade Master spielen. Ja, Blade Master mit Grunts. Dann Raider, vielleicht ein paar Kodos, Charmies. Schauen wir mal. Mal sehen, in der Mehrheit wird ja der Phasier gespielt. Oder halt auch der TC mit Mass Headhuntern. Spielt man auch sehr, sehr gerne. Ja, ich habe heute leider nur Zeit für eine Runde, also ich kann euch heute nur ein Game zeigen. Mal sehen, wie es morgen wird. Samstag auf jeden Fall, das garantiere ich euch jetzt schon. Werde ich das nächste Kapitel der Kampagne hochladen. Ich bin ja jetzt in der Geißel-Kampagne, also die von Frozen Throne mit den Untoten. Wie Arthas zum Lichtkönig wird. Und ich sag's euch, das erste Kapitel hat es dermaßen in sich. Also die meisten Kapitel schaffe ich ja wirklich ohne Probleme beim ersten Versuch. Aber dieses Kapitel, da bin ich, ja, nahezu dran verzweifelt. Aber letztendlich habe ich es geschafft. Also Samstag erwartet euch ein, ja, fast 2-Stunden-Video. Arbeit abgeschlossen. Und darauf habe ich jetzt erstmal hingearbeitet. Deswegen schaffe ich heute aber auch nur noch eine Runde. Ich habe es nämlich gerade geschafft. Bin sehr stolz darauf. Und ich hoffe, die nächsten Kapitel werden ein wenig einfacher. Jetzt konzentrieren wir uns aber erstmal hier auf dieses Game. Ja, und ich habe mir vorgenommen, ich werde auf jeden Fall jeden Hero nochmal als Single Hero spielen, also auch die neutralen Helden. Und ja, hatte ich ja schon in der klassischen Grafik gemacht und das hole ich hier jetzt auch nochmal nach. Ist zwar mal ein kleiner Nachteil, weil man halt nur 6 Item-Slots hat. Und ja, 2 Helden im Late-Game immer stärker sind als einer, beziehungsweise 3 Helden auch. Aber mal sehen, da werde ich mich auch wieder durchbeißen. Und dann will ich auf jeden Fall wieder gegen den Insane-Computer spielen. 5 war bis jetzt meine Bestleistung, die ich also auf einmal geschafft habe. Und mal sehen, ob ich das noch toppen kann. Vorzügliche Wahl. Ich habe jetzt mal zuerst das Spiegelbild geskillt. Einfach damit das ordentlich was wegtanken kann. Alles klar. Kann man den Gegner auch schön mit verwirren. Jetzt schicke ich es erstmal runter. Und ja, tu so, als würde ich ihn harassen. Und da haben wir auch einen Blade Master in der Base. Das kann ich. Ich stehe euch zu Diensten. Mein Spiegelbild ist derweil auch unten angekommen. Ja, da haben wir auch einen Blader. Momento. Schnell wieder an die Arbeit. Seht aber genau, das habe ich gemeint. Hat er mich auch verarscht, der Gangster? Zwei doofe, ein Gedanke. Gut. Ich höre und gehorche. So ein Schlawiner. Das habe ich jetzt seit zig Spielen nicht mehr gesehen, dass das einer gemacht hat. Und jetzt komme ich mal auf diesen schlauen Gedanken und mein Gegner ebenfalls. Ja. Nun gut. Arbeit abgeschlossen. Ich stehe euch zu Diensten. Schauen wir mal, sein Spiegelbild war eine Sekunde schneller da als meins. Mein Leben für die Horde. Was liegt an? Ich stehe euch zu Diensten. Oh, jetzt gehe ich erstmal in den Shop frei creepen. Ich höre und gehorche. Als Second Hero werde ich, ja, den Shadowhunter spielen. Ja, Lord. Oh. In Kombination mit dem Blader halt sehr stark. Ja, weil man auch schön auf Hero-Fokus gehen kann. Vorausgesetzt, ich skille den Hex, mal gucken. Auf jeden Fall liebe ich ja die Heal Wave. Und sollte der Gegner halt
keinen Dispel haben, skill ich vielleicht auch die Schlangentotems. Jetzt hoffen, dass er mich hier nicht creep-checkt. Attack ist durch, sofort den Shadowhunter in Auftrag geben. Ja, spielerisch klappt das alles auch wieder richtig gut bei mir. Also kann ich nicht meckern. Und somit kann ich demnächst auch mal wieder ein paar Guides raushauen. Ah, Mist, da kommt er. Und ich habe keine Speed Scroll dabei. Ein bisschen ärgerlich. Ja, den kriegt er. Muss was getan werden? Ja. Aber gern. Was liegt an? Ich höre und so, dem verpassen wir nochmal einen Crit. Oh, hm? Was ihr wollen. Er geht also auf Mass Headhunter. Wir brauchen mehr Gold. Ja, das könnte auch sehr interessant werden. Mass Headhunter gegen Grunts. Möchtet ihr was echt gruselig? Ja, Mass Headhunter ist sehr stark, aber richtig stark wird es halt erst auf Tier 3. Im Moment bin ich da noch im Vorteil mit meinen Grunts. Speed Skull habe ich jetzt dabei. Schnell rein in die Gegner und die halten halt nicht allzu viel aus. Also Headhunter muss man schon richtig gut micron können oder richtig viele haben halt. In Verbindung mit dem Blade Master finde ich das auch nicht so toll. Also entweder den Phase hier, damit man vorne die Wölfe wenigstens zum Blocken hat, oder den TC, der ist noch besser dafür geeignet, halt durch seine Aura. Ja, alles klar. Wir brauchen mehr. Aber das sind alles so kleine Kniffe, selbstverständlich kann man es auch mit dem Blader spielen. Mal sehen, was er als Second Hero spielt. Jetzt wollte er auf jeden Fall expandieren, das kann ich nicht zulassen. Mal sehen, er hat bis jetzt meinen einen Grunt gekillt. Ich habe seine Echse gecancelt, beziehungsweise hat sie selber gecancelt. Nicht zu nah hier an den Creep ranlaufen. Nicht, dass ich den aus Versehen pulle und da kommt er von hinten. Ja, dann fight ich aber lieber hier, als in seiner Base. Wow, wow, wow. Ja, wenn er fokust, ihr seht's, da kassiert der Grunt schon ordentlich. Kriege ich den noch weg? Nee. Verstecken sich die Feinde. Abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Ja, Lord. Ja. Was liegt an? Wen töte ich zuerst? Mal sehen, normal müsste ich den Kampf gewinnen. Ich habe zwei Heroes, er nur einen, sein Blader ist angeschlagen. Und ja, doch, die Grunts, die rocken da ganz gut durch. Arbeit abgeschlossen. Jetzt auch die ersten Raider. Ja. Na, er ist am Shop. Das bringt ihm wieder einen Vorteil. Führt meine Klinge. Lasst euch Zeit. Schaut euch um. So, und Verwundbarkeitstrank hat er nicht gekauft. Dann schnappe ich mir den gleich mal. Und wie ich gesagt habe, jetzt nehme ich die Schlangentotems. Hätte auch schön das Verhexen nehmen können und den Blader verhexen. Da sind aber nochmal zwei Headhunter angerückt. Mein Shadowhunter muss erstmal stiften gehen. Okay, er hat alle Headhunter verloren. Nur die zwei neuen sind noch da. Kaufen wir mal schnell einen Heiltrank. Nutzt meine Macht. Ja, mein erster Raider auch. Und jetzt kommt mal der Block des Todes, hoffe ich. Ja, funktioniert sehr gut. Ersten kriege ich, mit dem läuft dann den Creep. Ja, das hat er jetzt gemacht, um den Creep zu pullen. Erstens, damit ich die Erfahrung nicht bekomme. Und damit mir der Creep vielleicht ordentlich welcher vom Kopf haut. Aber da lasse ich mich nicht drauf ein. Ja, der Grunt wollte sich natürlich prügeln. Schnell zurückziehen. Jetzt gehe ich gleich wieder runter, gucken, ob er expandiert. Er hat ja wirklich viele Headhunter verloren. Meine Armee sieht noch ganz gut aus. 41 Supply. Muss ich gleich mal ein paar Burrows nachbauen. Aber erst nehme ich nochmal das Angriffs-Upgrade. Das Plündern habe ich ja schon erforscht. Nee, expandieren traut er sich jetzt nicht.
Dann mache ich hier unten erstmal. Nö, mache ich gar nichts mehr. Gegner hat keinen Bock mehr. Block des Todes hat geregelt. Ja, meine lieben Zuschauer. Ich hoffe, auch wenn es nur ein kurzes Game war, hat es euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch bitte nicht vergessen, ordentlich kommentieren und Samstag auf jeden Fall das Video anschauen. Also das Kapitel ist wirklich mega hart. In diesem Sinne, bis zum nächsten Game, euer Ram.